Wie schaffen Sie es, dass dieses Denken jetzt auch überall ankommt, dass Technologie möglicherweise die Zukunft sehr verändert? Ja, das ist entscheidend. Man muss jetzt die Menschen animieren, dass sie sich mit der Technologie beschäftigen, dass sie wissen wollen, um was es geht, dass sie wissen wollen, was das Handy alles kann, dass sie sich mit Apps anfreunden und dass sie letztlich den Wetterbericht auf einen Klick bekommen und damit familiär sind. Wir fokussieren uns auf die Weiterbildung von Menschen, die schon etwas älter sind, die nicht mit der Technologie aufgewachsen sind, die aber mit 50 nicht aus dem Arbeitsprozess fallen dürfen, sondern mit 50 eine neue Chance bekommen sollen. Auf solche Leute fokussieren wir. Wir animieren die Privaten, ihre Weiterbildungsangebote zu erweitern und sich um die Digitalisierung zu kümmern. Wir versuchen bewusst, das so weit wie irgendwie möglich den privaten Anbietern zu belassen. Der Staat greift nicht ein und ersetzt nicht. Der Staat schafft Möglichkeiten und dann ist das ein neues Business, nämlich das Weiterbildungsbusiness. Und wenn jemand im Weiterbildungsbusiness erfolgreich wird, dann wird die Gesellschaft als Ganzes befähigter und das kommt uns letztlich auch makroökonomisch zugute. Weiterbildung ist ein Key-Wort für die upcoming years. Wer sich nicht weiterbildet, hat verloren.